Ja, grüß euch. Hallo, Hallo. hallo. Schön, dass ihr dabei seid und ein Hallo an unseren Gast heute. Hallo Wolf, schön, dass du da bist. Grüß dich, moin. Grüß euch da draußen. Ja, heute mit weniger Kanada, aber mit mehr Ostdeutschland. Finde ich generell eine ganz gute Tendenz hier im Channel. Genau, wir haben uns heute zusammengefunden, um nochmal tiefer reinzugehen und vor allen Dingen auch nicht nur diese elendige westdeutsche Perspektive auf das zu bekommen, was drüben abgeht. Denn wir haben ja jetzt richtig viel darüber geredet, Joscha und ich, über die Wahlergebnisse, haben die reflektiert, sind die durchgegangen. Und ja, ich glaube, das werden wir heute dann auch dementsprechend weniger machen, weil das haben wir jetzt schon viel gehört, sondern worum es uns hier jetzt geht, ist einmal dann intensiver darüber zu sprechen, was bedeutet diese Situation für unsere Genossinnen vor Ort und was sind die Sichtweisen und Perspektiven auf diese Situation. Und ein besonderer Gruß geht an der Stelle nochmal an das Public Viewing nach Hamburg. Ich weiß nicht, ob ihr schon online seid, aber schön, dass es sowas auch mal bei einem Livestream von über Tage gibt. In Zukunft dann vielleicht in jedem Gewerkschaftslokal der FAU in der ganzen Republik jeden Mittwoch. Nein, aber ja, stell dich doch nochmal vor für alle, die dich nicht kennen, Wolf, und dann starten wir auch ein. Ja, genau, ich bin der Wolf. Ich bin Landarbeiter beruflich, also arbeite auf wechselnden Betrieben im Obst- und Gemüsebau hier meistens in Ostsachsen und bin seit 2011 in der FAU. War davor auch schon in anderen Branchen unterwegs, habe jetzt vor ein paar Jahren gewechselt, ein paar Arbeitskämpfe schon mit der FAU gehabt und hatte auch schon mal die große Freude, im internationalen Komitee zu sein, eine ganze Weile, dort Schwerpunkt Nordostsyrien. Genau, das heißt, ich habe schon ein paar Ecken reingeguckt in der Gewerkschaft, dankenswerterweise. Ja, und wir haben ja wirklich ein ganz lockeres Gespräch vor uns, haben jetzt gar nicht so uns irgendwie so ein festes Programm überlegt, worüber wir quatschen wollen. Also ihr seid immer auch eingeladen, Fragen in den Chat zu schreiben, was euch besonders interessiert, gerade an der Situation. Aber ja, vielleicht könnten wir einfach erstmal so reinstarten, dass du ein bisschen darüber berichtest, im Groben erstmal, wie ihr die Situation wahrnimmt. Was denkt ihr vielleicht auch, was sich jetzt verändern wird? Naja, generell vielleicht eingangs kann man ja erstmal sagen, also es wurde ja auch schon viel gesagt, es hat ja jetzt niemanden sonderlich überrascht, sondern jetzt aus sächsischer Perspektive ist es ja eher, also sozusagen, ich habe mal in meinen alten Aufzeichnungen geschaut, irgendwie ich hatte 2017 hatte ich einen Artikel in der direkten Aktion geschrieben zu 3 Jahren Pegida damals, hatte so ein bisschen zusammengefasst, wie sich die Stimmung damals verändert hat, auch unser Mindset hier verändert hat in Dresden. Und damals sozusagen schon auch mit der Perspektive, naja, in 2 Jahren ist die Landtagswahl damals. Und schon da, bei dieser Landtagswahl vor 5 Jahren, hatten wir eigentlich, war es nicht so klar, was dabei rauskommt, ob nicht am Ende die ja doch sehr rechte und immer wieder nach rechts fahrende CDU in Sachsen dann nicht doch die Gelegenheit ergreifen, der AfD zu koalieren. Der Kurs war dann ein anderer. Und eigentlich hatten wir damals schon gesagt, wir haben jetzt noch 5 Jahre Zeit. Jetzt haben wir für Sachsen vielleicht immer noch eine Gnadenfrist. Es wird natürlich mega spannend, was jetzt in Thüringen passiert. Gleichzeitig kann ich sagen, es hat sich natürlich in diesen 5 Jahren einfach die AfD weiter normalisiert und es sind gewisse neue Qualitäten eingetreten. Also es wurde oft ja in Nachrichten, in Analysen gesagt, naja, die AfD ist jetzt im Prinzip Volkspartei. Und die AfD hat sich in der Zeit weiter radikalisiert. Und wenn die Leute gefragt wurden, wie steht ihr dazu, was haltet ihr davon, wählt ihr die trotzdem, haben viele, viele, viele gesagt, nee, eher deswegen. Und was die AfD, was vielleicht bei der letzten Landtagswahl noch nicht so ausgemacht war, was jetzt, glaube ich, schon so ist das für viele, viele Menschen irgendwie in Sachsen und Thüringen und bestimmt auch in Brandenburg. Ich spreche aber meistens eher für Sachsen, weil ich glaube, die Bundesländer sind auch nochmal sehr unterschiedlich, können wir dann auch nochmal reingehen. Was die AfD geschafft hat und was hochgefährlich ist, ist, dass es
ordinär ostdeutsche Identifikationsfigur geworden ist, sich positiv auf die AfD zu beziehen, sich positiv auf die Freien Sachsen zu beziehen. Also es ist zu einem Teil Identität geworden und das ist kreuzgefährlich. Genau, gleichzeitig, wie gesagt, alles nicht so überraschend. Wir können jetzt damit rechnen, dass wir ganz massive finanzielle Einschränkungen nochmal haben werden in den sozialen Bereichen, dass ganz viele Unterstützungsstrukturen für marginalisierte Gruppen wegfallen, dass die Finanzierung auch von Frauenhäusern zur Disposition steht oder schon länger stand. Also sozusagen, auch da ist jetzt nicht so der große Bruch, sondern eher vielerorts ein kontinuierlicher Abwärtstrend. Und der wird sich natürlich nochmal zunehmend anheizen. Es passieren ja nicht nur Dinge in Ostdeutschland, sondern Deutschland rattert gerade in so eine richtig schöne Wirtschaftsdepression mit dem Zusammenklappen des Exportmodells Deutschlands vor dem Hintergrund auch der Block-Auseinandersetzung, die sich anbahnt mit dem chinesischen Machtblock und so weiter. Das wird natürlich nochmal massiv anheizen, diese Kürzungswelle. Das heißt, alles, was so eher die institutionelle Schicht ist, die sich um Betroffene rechter Gewalt gekümmert hat, um Migration, um Diskriminierung und so weiter. Da wird jetzt richtig ausgehöhlt. Es wird eine große Frage sein, ob selbstorganisierte Strukturen, ehrenamtliche Strukturen das auffangen können, inwieweit die das auffangen können. Es wird eine große Frage sein, inwieweit Leute den Bundesländern den Rücken kehren, die ihr Karrieremodell darauf aufgebaut haben oder ihre, also einfach ihre Profession darin haben und weiter sozusagen auch beruflich in diesen Feldern, die jetzt nicht mehr finanziert werden, arbeiten wollen. Also ich denke, auch da wird es einfach sich ausdünnen hier personell. Natürlich gehen Leute auch, weil die Bedrohungslage steigt. Was wir auch merken, ist, die Straßengewalt steigt. Wir haben einen ziemlich deutlichen Anstieg die letzten Monate von so sehr jungen Jugendlichen, oft über das Internet radikalisiert, die aber wirklich gewalttätig wären. Eine Qualität, die wir dieses Jahr auch hatten, war diese massiven Angriffe auf CSDs. Auch dieses Mensch hat gemerkt, dass so seit circa anderthalb Jahren irgendwie der Kampf gegen queere Menschen irgendwie ganz oben auf der Agenda auch war bei der AfD und bei anderen rechten Milieus. Und das würde ich sagen, das gab es in der Fläche, also vielleicht habe ich was verpasst, aber das könnte mich nicht erinnern, dass es in der Fläche sozusagen CSDs und queere Veranstaltungen auch eigentlich immer mit Gegenprotest und Angriffen konfrontiert worden. Also wir hatten das schon immer, aber sozusagen in der Vehemenz und Regelmäßigkeit ist das, glaube ich, neu. Und ich fände es aber auch wichtig, bei dem Talk heute immer mal wieder den Blick zu lenken und sich nicht aufscheuchen zu lassen von dem, was nur bei uns passiert, sondern immer im Blick zu behalten, A, das, was hier passiert, die Normalisierung der AfD, der Aufstieg der AfD, der hier gerade stattfindet, der stellt natürlich das gesamte politische Arrangement, das gesamte politische Narrativ der BRD in Frage. Und das ist kein Problem, was nur wir haben, sondern das wird leider schneller, als sich manche das denken, glaube ich, ein Thema für die ganze BRD sein. Und natürlich, wie gesagt, ich habe schon den Blockkonflikt mit China angesprochen, die Klimakatastrophe, das geht ja alles weiter. Auch was im technologischen Bereich passiert, Long-Term-Wissen, verrückte Ideologien von irgendwelchen Milliardären, das spielt sich ja trotzdem die ganze Zeit weiter ab und das spielt natürlich auch in die lokalen Situationen hier rein und auch in unser Lageverständnis und in unsere Diskussion von der Zukunft. Also das ist vielleicht mal so der Rundumschlag, den ich da so im Kopf habe oder den wir auch diskutieren vor Ort. Ja, das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Einstieg. Das ist ja auch jetzt die Situation, dass wir nicht genau wissen, es wird ja wahrscheinlich keine richtigen AfD-Regierungen in jetzt den Bundesländern geben, weil die AfD jetzt nicht irgendwie die absolute Mehrheit errungen hat und es wird ja weiterhin dann einfach nur eine gestärkte AfD in der Opposition geben. Das macht ja auch nochmal einen großen Unterschied in der Beurteilung des Ganzen. Aber ich denke, das war ja schon mal ein wichtiger Punkt, den du betont hast, was jetzt halt diese konkrete AfD-Zunahme bewirken wird. Also den Punkt von vor allen Dingen, was halt diese Finanzierungsfrage angeht. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, um das halt so konkret zu machen, was halt für jetzt erstmal von der AfD an sich
für Folgen ausgeht. Also diese ganze Jugendgewalt-Geschichte von diesen neu aufkommenden ja, Neonazi-Strukturen, die haben ja quasi jetzt nichts strukturell mit der AfD zu tun, sondern die entstehen in diesem Fahrwasser, ne, von halt dieser Rechtsentwicklung. Naja, wobei die strukturell ja schon, also wenn du dir anschaust, also ich bin selber nicht viel auf TikTok, da habe ich dann doch zu viele Termine, aber dankenswerterweise gibt es ja doch die eine oder andere Sendung, gerade auch von öffentlich-rechtlichen Medien, wo mal so Clips gezeigt werden, was die junge Alternative zum Beispiel so auf TikTok veranstaltet. Ne? Und das sind also Abschiebesongs mit wackelndem Po und so weiter. Und also da würde ich schon auch einen direkten Zusammenhang sehen und auch personell sieht man stehen vor Ort auf jeden Fall, dass das zum Teil fließende Übergänge sind. Ne? Also das würde ich schon noch sagen. Ja, aber mir scheint ja jetzt trotzdem von der Masse der Leute, die da halt auftreten, das ist ja jetzt kein primär von der JA getragener Protest, sondern eher stecken dann halt einzelne Akteure noch dahinter, das wird dann unterstützt oder durch diese ganze TikTok mit Mobilisierung, also das ist ja keine Frage, aber das ist jetzt ja nur die Tendenz, dass das halt wirklich eher diese expliziten Neonazi-Strukturen von der Heimat und Dritte Weg und auch halt den Freien Sachsen und so weiter halt eher ist, ne? Das war jetzt nur mein Ding. Und deswegen, das ist ja dann auf jeden Fall schon mal, wenn man sich darauf, wenn man darauf guckt, was sind die konkreten Folgen der AfD-Stärkung, dann geht es ja vor allem erstmal auch um die Finanzierung für linke Strukturen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt, wo, ja, ich glaube, wir im Projekt, aber auch schon mit dir, glaube ich, auch sicherlich mal darüber geredet haben. Ich weiß nicht, ob das im Kontext unseres letzten Gesprächs war es, aber dass das ja ein riesiges Problem ist, dass so viele linke Strukturen dann auch einfach abhängig sind von diversen Fördertöpfen und so weiter und da wird sich jetzt halt gerade umgeguckt, ne? Auf jeden Fall. Und darauf, also das ist auch was wir in verschiedenen Treffen, also um vielleicht nochmal ein bisschen zu rahmen, wie wir das so bearbeitet haben. Ich werde heute auch oft darauf zurückgeworfen sein, zu sagen, das ist jetzt meine Meinung und so weiter, weil wir für ganz viele Detailfragen sind wir gar nicht so im Einzelnen dazu gekommen, das auszudiskutieren, sondern wir diskutieren natürlich eine Menge, aber wir haben jetzt die letzten Monate recht wenig damit verbracht, Positionspapiere zu schreiben aus Gründen. Und die letzten Monate für uns waren, also im Prinzip Anfang des Jahres sind wir in einen recht intensiven Prozess gegangen, um uns auf die Situation hier vorzubereiten als Syndikat, was einerseits in einer gewissen Aufbereitung für Gesamtstrukturen innerhalb der FOU stand der Situation, ne, Nachrichten weitertragen, aber auch uns nochmal auf diversen Ebenen wirklich sturmfest zu machen, nochmal Reformen voranzubringen, die dringend nötig sind und so weiter und nochmal unsere Hausaufgaben zu machen an ganz vielen Stellen. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig. Gleichzeitig sind wir darüber eben zu mancher inhaltlichen Diskussion auch nicht gekommen, die wir jetzt, glaube ich, noch weiter vertiefen müssen. Genau, was aber klar ist, ist, dass Strukturen wegbrechen werden und dass es nicht so viele Player geben wird, vor allen Dingen von Seiten der radikalen Linken, die das füllen können. So, und uns da auch einiges ins Haus steht als FOU, als eben Notfallstruktur und vielleicht auch positiv formuliert als ein Startpunkt, Dinge wieder selbst organisiert und vielleicht auch ohne Finanzierung oder mit sehr wenig Finanzierung oder mit selbstorganisierter Finanzierung wieder in die Hand zu nehmen. Ja? Das auf jeden Fall. Ich möchte aber noch, wir können auch erstmal bei dem Thema bleiben, aber nur, dass es uns nicht vom Zettel kommt. Ich finde, einer der wichtigsten Effekte, den die AfD jetzt hat, oder diese Wahlergebnisse für die AfD haben, ist natürlich auch, dass alle auf die AfD gucken, während die Ampel AfD-Politik macht. Und die CDU, naja, da fangen wir gar nicht erst von an. Also das ist ja auch ein fundamentales Ergebnis der Situation, dass es gerade nicht die Kraft oder die inhaltliche Stärke oder Klarheit, ich weiß es nicht genau, gibt sozusagen auf diese enormen Einschränkungen der Migrationsfreiheit oder der Asylrechte
einzugehen, auf die Nullrunde Hartz IV einzugehen und die enormen Verschärfungen, die wir da seit Anfang des Jahres gesehen haben. Also es finden von verschiedensten Ecken gerade massive Angriffe auf unsere Grundrechte statt, aber vor allen Dingen auch auf die soziale Stimmung und eine totale Aufkündigung der gesellschaftlichen Solidarität im kompletten Diskurs durch alle Parteien hinweg. Und ganz viele Leute oder ganz viele Strukturen auch wissen nicht, was sie tun sollen, weil Mensch einerseits irgendwie die Ampelparteien vielleicht noch mitnehmen will als irgendeine Schwungmasse für Proteste gegen die AfD oder zumindest ihr Klientel, ne, ging es ja auch schon der einen oder anderen Stelle drum. Und andererseits müsstest du eigentlich die Büros besuchen jede Woche bei dem, was sie machen. Und zwar mit Nachdruck. Und das ist einfach eine enorm komplizierte Situation. Und das ist vielleicht auch, ich weiß es nicht genau, aber vielleicht auch eigentlich gerade der krassere Impact für ganz, ganz viele Menschen. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen jetzt in der Betrachtungsweise, dass ja, dass halt einfach diese AfD, dieser Dämon am Horizont ist, der halt so ein bisschen vielleicht das auch hemmt, ne? Dass die Leute halt sagen, so, wenn wir jetzt halt auch noch irgendwie jetzt hier gegen die Ampel groß auf die Straße gehen und da schießen und da die Politik problematisieren, dann ist man halt immer in dieser krassen Logik von der Linken halt befangen, dieses ständigen Abwehrkampfes einfach nur immer gegen den Faschismus, ne? Und also einmal, das ist ja auch immer wieder dieser Diskurs ist ja jetzt, wird ja jetzt auch der Faschismus in Ostdeutschland nicht eingeführt, auch wenn die AfD stärkere Prozentpunkte hat und auch wenn es eine Zunahme von faschistischer Straßengewalt gibt. Aber vor allen Dingen führt ja dann halt auch immer wieder dieser Verteidigungs- und immer wieder nur hinter der Rechten hinterherrennen Diskurs nicht nur dazu, dass man das halt unkommentiert lässt, was jetzt halt gerade für eine krass rechte Politik überhaupt gemacht wird von halt den vermeintlich sogenannten linken Parteien, ja, sondern dass es ja immer schlimmer wird. Also dass wir ja immer mehr unsere eigene Perspektive verlieren und dass dieses Narrativ von der Rechten, dass halt irgendwie ja Grüne gleich Antifa oder was weiß ich, ja, irgendwie immer plausibler wird, weil ja, es passiert halt ja auch nichts gegen diese rassistische Politik, so wie du es halt gut formuliert hast. Dann ist schon die Frage halt, warum, ne? Ja, voll. Und da, genau, da kommen wir an Punkte, wo ich dann eher vielleicht mal ein persönliches Statement ablassen kann und nicht für die FAU sprechen kann, aber da würde ich auch gern noch reingehen, auch aus meinen Erfahrungen irgendwie auf dem platten Land in Sachsen, wo ich natürlich irgendwie das Glück habe, was viele Linke nicht haben, auch regelmäßig einfach mit Leuten zu reden, die auf Nazi-Demos gehen, einfach durch meine Arbeit, ne? Also, so. Und da taucht dann nochmal. Beneidenswert. Naja, es gibt unterschiedliche Einstellungen zu, aber ich finde es tatsächlich bereichernd, weil es irgendwie in gewisser Weise erdet, ne? Und weil du einen Einblick kriegst in Motivationen, Biografien, Beweggründe von Leuten, die irgendwie nochmal Dinge ein Stück weit plausibler machen, aber auch eher ein Bild davon geben, im respektvollen Gespräch, weil Mensch kann ja auch mit Leuten, die beschissene Meinung haben, respektvolle Gespräche führen. Also, wenn beide Seiten bereit sind, so, ne? Was nicht heißt, dass Mensch am Ende. Das habe ich auch schon im letzten Podcast gesagt, ne? Nur weil du mit einem Nazi redest, bist du danach kein Anarchist mehr, wenn du dir, außer es war mit dem Anarchismus nicht so weit her. Aber wir müssen uns ja damit auseinandersetzen, wenn wir verstehen wollen, was da gerade passiert. Und gleichzeitig würde ich mir selber auch widersprechen und das Achtungszeichen geben. Manchmal gucken wir auch viel zu sehr auf die Nazis. Und die interessanteste Frage ist ja eigentlich, wer hält eigentlich gerade zu allem die Klappe? Ne? Aber gut, ja, dann moderier mal. Mensch, könnte in verschiedene Richtungen gehen. Ja, vielleicht nehme ich erstmal nochmal die Frage von Nightmare mit, die gestellt wurde, und zwar wie, und auch nochmal der Hinweis an alle, die später gekommen sind, dass ihr gerne Fragen in den Chat schreiben könnt und wir dann halt auch darüber sprechen können, was euch besonders bewegt, weil ist ein großes Thema, wir können, wie du schon gesagt hast, in alle möglichen Richtungen gehen. Inwieweit ist das in den Betrieben und in den Betriebsräten? Wie sieht das da aus, was halt diese Rechtsentwicklung angeht? Inwieweit findet sich eine rechte Hegemonie auch dort wieder? Also erstmal, du
Also erstmal, es gibt einfach scheiße viele Nazis hier, ne? Oder Leute die zumindest kein Problem haben, mit Nazis zu demonstrieren, sich mit Nazi-Positionen gemein zu machen und so weiter. Und das wird ja in nahezu jedem Betrieb begegnen, mehr oder minder. Und was eine rechte Hegemonie angeht, würde ich ganz persönlich sagen, es kommt halt darauf an, wo du hinschaust. Ich fand relativ wegweisend oder allgemein ein Aufruf in der aktuellen Situation. Es gibt wenig Forschung von Leuten, die fragen, hey, wie revolutionär bist du eigentlich oder wärst du offen für einen libertären Sozialismus, wenn es zur Auswahl stünde? Ne? Also das sind irgendwie Studien, die beauftragt aus irgendeinem Grund bei Infratest-DiMAPP oder bei INSA oder so niemand. Aber es gibt ja trotzdem Soziologen mit einem gewissen Anspruch und wir sollten besser darin werden, alles, was an soziologischer Forschung zu dem Thema passiert, uns auch vorzunehmen und kritisch zu diskutieren. Und ein Buch, was ich recht wegweisend dazu fand, war diese Studie von drei Soziologinnen. Ich kriege sie gerade nicht auf die Kette, aber Trägerpunkte hieß die Publikation, die daraus erfolgte. Und die hat sich im Wesentlichen damit beschäftigt, wie polarisiert ist die Gesellschaft? Stimmt diese Haltung von Polarisierung und dass es komplett auseinanderdriftet und so weiter? Und die hat ein paar interessante Sachen festgestellt im Hinblick auf unser revolutionäres Vorgehen. Nämlich einerseits hat sie, so lese ich das raus, auch wenn natürlich nicht danach gefragt wurde oder daraufhin untersucht wurde, sie hat erstmal festgestellt, dieses politische und wirtschaftliche Arrangement, der Kapitalismus und die Repräsentationspolitik, und diese Idee von Sozialpartnerschaft und so weiter, die hat eigentlich richtig wenig Rückhalt. Es gibt eigentlich kaum jemanden, der sich für die Scheiße gerade machen will. Und das ist interessant. Und auch wenn du dir dann nochmal speziell ostdeutsche Studien anschaust, ich finde zum Beispiel sehr interessant, kommt jährlich raus den Sachsen-Monitor, da sagen ganz viele Leute, im Prinzip Kapitalismus ist ein Scheißsystem, unser demokratisches System ist nicht demokratisch genug und so. Da ist immer die Frage, was meinen die Leute damit, ne? Aber generell würde ich sagen, bis in einen weit in dieses Klientel hinein, was auf freie Sachsen-Demos geht, selbst was irgendwie die AfD wählt oder regelmäßig auf Veranstaltungen ist, gibt es da trotzdem noch eine Sehnsucht irgendwo zu einer gerechteren Wirtschaftsweise, zu einer gerechteren globalen Ordnung, zu anderen Formen Demokratie. So, und meine These wäre ganz persönlich, dass die Rechte so stark ist, ist ein Ausdruck dessen, und das sagen auch ein paar andere Autoren, ist ein Ausdruck dessen, dass diese ganzen Sachen nicht zur Debatte stehen, dass die quasi zu den Akten gelegt sind, dass die Leute resigniert sind. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben, warum die Leute das denken. Aber meine Theorie wäre, dass wir hier im Wesentlichen einen Kampf um A, Authentizität der Linken führen müssen und B, einen Kampf um Hoffnung, also gerade in Ostdeutschland. Die Leute, und da gehen viele westdeutsche Analysen meiner Meinung nach gerade von den ganzen NGOs, die sich gegen Rechtsextremismus und so weiter engagieren, gehen viele Analysen an den Realitäten hier vorbei. Die Leute, Mensch muss sich immer vor Augen halten, die Leute, also Mensch muss sich einiges vor Augen halten, was ostdeutsche Sozialisierung angeht, was nicht auf dem Schirm ist. Eins davon ist, dass Leute über 40, 45, die hatten im Regelfall Marx in der Schule. Ne? Die fanden das nicht gut. Es war auch sicher nicht die Marx-Lesart, die wir jetzt vielleicht hier einführen würden. Aber so ein paar Sachen über Kapitalismus, Mehrwertabschöpfung, Hang zum Monopol und so weiter, das haben die alles mal gehört. Das ist eine andere Situation als in Westdeutschland. Die Leute haben, also auch wenn ich mich auf AfD, am Rande von AfD-Veranstaltungen, NPD-Veranstaltungen, Freie Sachsen-Veranstaltungen mit Leuten unterhalte, kommen wir meistens binnen von 30 Sekunden bis 2,5 Minuten, ich mache da wirklich so einen Test, ja, kommen wir meistens dahin, naja, also eins der Hauptprobleme auf der Welt ist auf jeden Fall der Kapitalismus. Da brauchst du dich mit den Leuten eigentlich nicht streiten. Rechte Hegemonie, würde ich sagen, gibt es trotzdem an Punkten. Also Queerfeindlichkeit ist natürlich nochmal komplett abgehoben und Transfeindlichkeit vor allem.
Und ein paar Ressentiments sind einfach durchgängig, haben sehr hohe Zustimmungswerte. Also dieses Alte, was ja aber bis in die Sozialdemokratie hinein immer ein Ding war und auch bei Anarchisten leider in der Spanischen Revolution, ne, dieses Schlagwort, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Und dieses Misstrauen bis auf einen Hass gegen alle Leute, die gerade nicht in Arbeit stehen, hat absolute Mehrheiten. Und genauso der Standpunkt, wer hier in unser Land kommt, der soll es auf jeden Fall schlechter haben, als der, dem es am schlechtesten geht, der hier geboren ist. Also das hat auch absolute Mehrheiten. Und da kann man sich fragen, ist das jetzt die rechte Hegemonie? Aber wie gesagt, das finden wir auch bis in Teile der Gesellschaft, die sich noch links nennen. Und das war auch immer wieder leider Teil des linken Positionskanons. Und gleichzeitig korrespondiert das aber auch mit, also Leute wollen nicht, dass es Refugees, Geflüchteten gleich gut geht wie erwerbslosen Deutschen, und erwerbslosen Deutschen soll es auf jeden Fall auch schlecht gehen. Trotzdem lehnen die Leute krasse Formen der Überausbeutung ab, wenn du sie fragst, und trotzdem lehnen die Leute Rüstungsexporte ab, wenn du sie fragst. Und das sind halt Sachen, da wird es kompliziert. Und da müsste man eigentlich mit den Leuten auf Grundlage von vertrauensvollen Verhältnissen ins Detail gehen, um Ressentiments, um Chauvinismus auszuräumen. Und die Mühe macht sich aber niemand, beziehungsweise die Mühe kann sich zum Teil auch niemand machen, weil die Linke halt einfach nicht in Fläche da ist und nicht das Vertrauen hat, mit Leuten, um diese Gespräche zu führen. Deswegen finde ich es schwierig. Also rechte Versatzstücke wirst du in jedem Betrieb finden. Und du wirst auch immer wieder harte Klippen umschiffen müssen, wenn du mit Linksradikalismus ankommst. Gleichzeitig ist auch immer eine Frage, wie du das machst. Und was ich wahrnehme, ist in meinem täglichen Erleben, das ist ja jetzt nicht repräsentativ, aber wir haben in Ostdeutschland zumindest immer noch die Situation, dass wenn du ankommst und sagst, ich bin Anarchist, ich nehme kein Geld vom Staat, ich habe nichts mit der SPD zu tun und auch nicht mit dem DGB, dann sind die Leute meistens dann doch, ist ja ganz interessant, ich höre es mir mal an, was du zu sagen hast, was viele andere Linke nicht haben, aus Gründen. Vielleicht soweit erstmal. Ja, das ist ja, Ostdeutschland wird ja auch attestiert, dass es so ein revolutionäres Potenzial gibt. Also das wird ja selbst in der bürgerlichen Berichterstattung immer so ein bisschen attestiert. Und ich glaube, vor allen Dingen diese gewisse Unabhängigkeit und diese Distanz halt vielleicht auch dann zu halt so der herrschenden Politik, ist ja gerade das, was das halt aufgreift, auch in der Berichterstattung. Und das ist ja das Abstruse, weil das ja total eigentlich erstmal genau das ist, was wir wollen. Wir wollen ja diese Distanz zu dieser herrschenden Politik. Und mir scheint halt genau das Problem da zu sein, was du jetzt halt zum Ende hin beschrieben hast. Es gibt halt einfach keine radikale Linke, die dieses Potenzial aufgreifen kann oder will. So, und es ist dann halt mehr eine Sache der Kräfteverhältnisse von halt einer nicht oder nur sehr schwach existierenden revolutionären Linken, das mal allgemein zu fassen, im Verhältnis zu den Kräfteverhältnissen von halt einer politischen Rechten, die halt diese, ja, vielleicht auch gewissen Grundwerte, die man für eine tiefergehende, auch revolutionäre Bewegung auch aufgreifen könnte und auf denen man aufbauen könnte, dann halt mit den falschen Wegen, den falschen Versprechungen, die ja, auch zu nichts führen, ja, aufgreifen kann. Und das scheint mir dann halt ein ganz fundamentales Problem zu sein, was auch, wie du es so benannt hast, hier im Westen gar nicht verstanden wird. Ja, und ich glaube auch, ich rede wieder persönlich, ne, aber ich glaube auch, so gewisse Triggerpunkte sind im Westen einfach nicht bewusst. Also das fing für mich schon mit Corona ein Stück weit an, dass sozusagen im Westen zum Teil nicht verstanden wurde, welche Knöpfe da angingen bei so alttraumatisierten Ossis. Und das setzt sich meines Erachtens nach fort. Und gerade
gerade bei der Klimadebatte erlebe ich das als symptomatisch, wenn ich mit Leuten rede, auf dem Land, im Betrieb und so weiter, dass auch da würde ich sagen, ne, selbst bis ins, also das sind eigentlich auch viele Spaltpilze möglich, ne, bis ins AfD-Klientel hinein, obwohl eine offizielle AfD-Lesart ja eher ist, Klimawandel gibt es nicht, so ein Scheiß oder ist egal oder ähnliches. Wenn du dann mit den Leuten redest, die da sind, sagen schon viele trotzdem, entgegen dem, was da oben auf der Bühne geredet wird, natürlich ist Klimawandel das total existenzielle, bedrohliche Problem. Aber die Leute verstehen genug, um zu kapieren, dass E-Autos halt den Kapitalismus retten, aber nicht das Klima. Und dass hier im Wesentlichen ja doch wieder Lobbypolitik und ein Weiter-so des Höher-Schneller-Weiters verhandelt wird und nicht irgendwas, was wirklich elementar an den Klimawandel rangehen würde, ne? Wo sich unsere Kritik vielleicht als radikale Linke ja voll treffen würde mit dem, was viele denken. Und es drückt halt, was da passiert, drückt halt Knöpfe bei Leuten, denke ich. Also, weil wir müssen uns nochmal reinversetzen in, wie sah diese DDR aus? Die DDR hat die ganze Zeit die Welt gerettet. Da standen die ganze Zeit Funktionäre da, war die ganze Zeit die Presse voll von moralisierender Politik von oben, bei der der Pöbel nichts zu sagen hat. Und ich glaube, ganz viel davon kommt wieder hoch bei den Leuten, wenn jetzt dieselbe Scheiße wie immer gemacht wird und es als Weltretten verkauft wird. Ich glaube, die Leute fanden das noch tolerabel, als Mensch sich nicht bemühte, das positiv darzustellen, was Mensch da macht, zumindest nicht allzu positiv. Aber ich glaube, das ist ein Teil der Erklärung, warum die Ampel so eine gute Projektionsfläche ist, weil sie eben ihre Politik so moralisierend als Weltrettung verkauft und das bei Leuten nochmal viel größere Widerstände, also den älteren Leuten im Osten, auf den Plan ruft, als wenn sie einfach sagen würden, ja, wir machen halt den kapitalistischen Scheiß wie immer, wir sind die CDU. So, also das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder ob meine Analyse da auch zu kurz greift, aber was ich festhalten würde, ist, Mensch, es gibt auch bei uns, würde ich auch unserer FAU und anderen radikalen Strukturen im Osten durchaus unterstellen, wir sind noch ganz am Anfang dabei zu verstehen, welche Lebensrealitäten und welche politischen Realitäten unsere Elterngeneration eigentlich geprägt hat. Weil, keine Ahnung, ich kam zum Beispiel kurz nach der Wende in die Schule, ich habe ja nichts über DDR-Geschichte gelernt. Ich kenne nicht die Station, ich kenne zwar alles ganz schlimm und so weiter, aber eine Detailanalyse mit der Lebensrealität unserer Elterngeneration gab es ja nicht und gibt es bis heute nur in Ansätzen. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Ja, wir haben ja auch mal eine Folge zu der Annexion der DDR gemacht, die ich nochmal ans Herz legen kann, von der proletarischen Autonomie aus Magdeburg. Ich glaube, die Gruppe existiert leider mittlerweile gar nicht mehr, aber die Genossinnen teilweise sicherlich noch schon. Sehr gute Leute. Ja, Nightmare schreibt noch zu dem Gespräch, was wir gerade führen, aber ist das dann nur fehlendes Klassenbewusstsein und davor eher Nationalbewusstsein? Und ist es nicht eine ziemlich ausweglose Situation, wenn die Linke zu schwach ist, neue Leute zu agitieren? Und bei Hegemonie geht es doch nicht nur darum, dass Rechtsradikale sehr präsent sind, sondern eben auch Positionen von Mitte bis links nach rechts rückt und somit der Stand der Rechtsradikalen dadurch besser und deren Positionen sagbarer werden. Kannst du den Anfang nochmal sagen? Sorry, es war ein bisschen. Ich hatte so verschiedene Stränge. Ja, aber ist es nur ein fehlendes Klassenbewusstsein und Nationalbewusstsein? Mhm. Also, was ich wahrnehmen würde persönlich, ist, dass es. Also, es wird natürlich die nationale Karte gespielt, durchaus. Aber was ich als das wirklich Identitätsstiftende, zumindest hier in der Ecke, wie gesagt, für andere Ecken von Ostdeutschland will ich immer nicht so gerne reden, wahrnehme, ist, dass es oft noch stärker Ostdeutschlandbewusstsein oder Bundeslandbewusstsein oder gar Dorfbewusstsein ist. Das ist nochmal wichtig zum Verständnis. Also ich habe das Gefühl ganz persönlich, dass sozusagen gerade vor dem Hintergrund, und das finde ich auch interessant, wenn ich so Gespräche führe, habe ich oft das Gefühl,
Die Durchschnittsbevölkerung hier hat wesentlich klarer, dass die Welt so ein bisschen vom Weltuntergang steht, als dass die durchschnittliche Linke hat. Also in linken Strukturen nehme ich oft so einen Diskurs wahr von, ja, Klimawandel kommt schon, es wird auch wild, aber Mensch, malt sich das nicht so richtig in bunten Farben aus, was da alles auf uns zukommt die nächsten Jahre. Und so implizit wird doch oft mit so, das geht schon ungefähr so weiter gedacht oder geplant. Und das nehme ich wiederum hier auf den sächsischen Dörfern gar nicht so wahr, sondern die Leute sind eher so, ich habe mir jetzt mal ein paar IPC-Container für Wasser in den Garten gepackt und ich habe mich jetzt mal bei der Solawi oder bei der Anastasia-Bewegung, je nach Fasson, irgendwie angemeldet, damit das Essen noch irgendwo herkommt. Also dieser Glaube an die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Normalzustands, der ist komplett im Arsch. Und es findet ein Rückzug statt auf die kleine Gemeinschaft gegen den Rest der Welt. Ich glaube, das ist die große Erzählung. Und das finde ich auch bei vielen dieser rechten Führer ganz spannend. Also klar, ein Höcke ist eher so ein Himmler-Typ, ne? Und der ist nochmal eine andere Kategorie. Von der Art und Weise des Auftretens und auch der Größe der narzisstischen auch, aber der neonationalsozialistischen Visionen auch. Aber was wir hier in der Fläche haben, wenn du dir diese Freien Sachsen-Typen anschaust, wenn du dir den ganzen Duktus anschaust, ich gebe mir ja auch diese Chats und sowas, da hast du oft eher so, bei uns gibt es so eine Figur, ich weiß nicht, ob das deutschlandweit jemand was sagt, so Räuber-Hotzenplotz-mäßig, also so Räuberbandenführer, die ihr Dorf führen und dann sagen, so Freunde, wir gehen jetzt auf die Straße, die Welt rastet mal wieder aus, wir machen jetzt hier am Ortseingang mal dicht, so, ne? Und das ist ein Phänomen, was zu bemerken ist, würde ich sagen. Um diese Logik zu verstehen, mit der das alles funktioniert und so stark wird und vor allen Dingen auch so einen identitätsstiftenden Moment gibt. Das zum einen und zum anderen, ich glaube, wir sind halt jetzt oder auch wenn, also wir haben auch diskutiert als FU Dresden, inwieweit wir jetzt die Abwägung treffen, uns sturmfest zu machen und inwieweit wir die Abwägung treffen, nach außen zu ballern und sozusagen zu versuchen, das Ruder hier noch rumzureißen. Und haben uns aber im Wesentlichen gegen Letzteres erstmal entschieden, weil man sich eben die Situation hier vor Augen halten muss, dass wir, also es kommt ein neues politisches Thema auf, es wird ein neues Thema durch die mediale Arena getrieben. Und das wird hier A in Chatgruppen aufgegriffen, also die Freie Sachsen-Chatgruppe, in der ich bin, sind, glaube ich, 140.000 Leute gerade drin und das ist eine von vielen. Und es finden jeden Montag, auch wenn die Presse nicht berichtet, was auch nicht so gut ankommt bei der Bevölkerung hier, finden halt zwischen 100 und 200 Demos allein in Sachsen statt, in jedem Fortskaff. Ne? Und das sind die ruhigen Phasen gerade. Ich denke, es wird wieder BäuerInnen-Proteste geben. Ich denke, die Rechte wird wieder versuchen, sich dran zu hängen. Dann haben wir vielleicht doppelt so viele pro Woche. Und das sind natürlich unglaubliche Resonanzräume. Und das ist wirklich eine prekäre Lage, dagegen eine eigene Lesart von irgendwas durchzusetzen. Ne? Das ist einfach ein krasses Problem, sich da noch Gehör zu verschaffen. Vor allen Dingen, wenn die Gegenseite in einem grünen Green New Deal Scheiß besteht, der eine Demokratie retten will, an die laut Statistik, laut Umfragen hier niemand so richtig glaubt. Und da muss man auch wieder so ein paar ostdeutsche Erfahrungen immer mit einbeziehen. Die Leute haben die konkrete Erfahrung, dass Systeme nicht in Stein gemeißelt sind. Die Leute. Und ganz viel, was man hier hört, und was es sogar schon in die Zeitung geschafft hat, also in unserer, wir haben so eine Boulevardzeitung, die Morgenpost, da stand vor ein paar Monaten, es riecht wie 89, es bleibt ja eigentlich nur zu tun, Sozialismus oder Faschismus, das stand in der Mopo, in der Morgenpost, so, ne? Und das ist, glaube ich, weit näher an der Realität und weit deutlicher als das in vielen linken Gruppen diskutiert wird. Und das ist ein Problem. Also so richtig viele Leute reden davon, es ist wie 89. Ja, und aber eine Linke ist halt wirklich, wie gesagt, meine persönliche Meinung wieder, eine Linke ist halt wirklich sehr doll bis jetzt bereit gewesen, sich eher noch,
die Demokratie zu verteidigen, die gerade untergeht, statt für eine bessere zu streiten. Und da aus der Sackgasse bin ich persönlich der Meinung, müssen wir ganz dringend raus. Und da ist natürlich die FAU auch gefragt. Und ich glaube, es gibt wenig Player. Also man könnte noch darauf hoffen, dass Teile des DGBs auch nochmal ordentlich nach links drehen. Aber ansonsten sehe ich auch wirklich nicht so viele Player. Die Agrarbewegung vielleicht noch, die Mieterinnenbewegung mancherorts, die überhaupt die Bereitschaft haben und irgendwie in der Lage sein könnten, das zu drehen. Und das ist wirklich ein Problem. Also es ist eine unfassbar prekäre Situation. Aber es stellt sich für mich auch so dar, dass tatsächlich dann ja, eine anarchistische Bewegung gerade so den primären dritten Weg darstellt, wenn halt schon auch relevante Teile von der Linken sich in diesem Abwehrkampf halt befinden und eher halt anstatt für was anderes zu streiten, halt sich um irgendwie einen Status quo Sorgen machen, in Anbetracht dieser Situation, die du beschrieben hast, dann stellt sich das für mich halt schon so dar, und das kannst du vielleicht ja auch nochmal einordnen, ob das zumindest der Realität nahe kommt, dass halt so eine anarchistische Bewegung da halt auch die besten Chancen hat, so einen dritten Weg wirklich konsequent aufzumachen, und dann auch natürlich allen voran die FAU, weil die FAU ja schon auf jeden Fall der relevanteste Organisationsansatz aus unserer Perspektive gerade für den Osten halt ist. Kann man das so sagen? Ja, vielleicht. Also ich will jetzt nochmal festhalten, also Mensch, kann ich einfach nur blöde ranten, ne? Also die Leute, die sagen, okay, wir powern jetzt irgendwie in Sachen wie Demokratie verteidigen rein und so weiter, die sind ja nicht dumm. So, ne? Sondern es entsteht vielleicht natürlich. Punktuell schon. In mancherlei Fragen. Das hast du jetzt gesagt. Aber ich kann das ja sagen. Du musst das ja nicht aussprechen. Genau. Aber ich meine, das ist ja an vielen Orten ist es einfach das Problem, dass es halt was da ist, überhaupt. So, ne? Also, Mensch, müsste erstmal. Vielerorts wissen die Leute gar nicht, mit wem sie sonst irgendwas anderes machen sollten. Und dann ist natürlich schon die Frage, es gab ja auch Demos, die einen anderen Ton angeschlagen haben. Es gab Versuche, da eigene Akzente zu setzen. Auch in Dresden zum Beispiel gibt es vom anarchistischen Netzwerk die Kampagne Autoritarismus stoppen, die dann auch in diese demokratieverteidigenden Demos reingegangen ist und dort versucht hat, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, inhaltlich zu intervenieren und so weiter. Aber wenn du deine eigene Demo anmeldest, okay, dann stehst du halt mit einem Haufen von 100, 200 Leuten da. Wie gesagt, wir haben das auch gar nicht gemacht, weil wir mit uns Sattel festkriegen, Commitment machen, die Leute psychisch drauf vorbereiten und so weiter, auch wirklich einfach gut ausgelastet waren. Und es ist halt, also sozusagen mit der eigenen Demo von 200 Leuten würdest du da jetzt kein Gegengewicht setzen. Das ist der eine Punkt des Dilemmas. Der andere Punkt des Dilemmas ist aber, glaube ich, schon auch, ich rede wieder persönlich, ist, glaube ich, schon auch, dass die Leute, dass wir eine falsche Wahrnehmung zum Teil haben aufgrund des Milieus und der Klassen, in denen wir uns bewegen als radikale Linke. Also es ist ja kein Geheimnis, und es war hier im Podcast schon oft Thema, und es gibt ja auch viel dazu, dass die radikale Linke halt heute sich eher aus so einem, was Mensch irgendwie diffus als Mittelstandsniveau Milieu bezeichnen würde, speisen und sich auch in dem bewegen. Und das hat natürlich mit der ganzen NGOisierung der Linken auch und den Demokratieleben und was nicht alles für Förderprogramm hat das natürlich auch enorm zugenommen, dass wir auch oft beruflich in einem Filz stecken, wo wir genau mit dem Milieu zusammenhängen, was tatsächlich noch am ehesten der Träger ist, der an diese Repräsentativdemokratie, an diese liberalen Deals glaubt. Also wir haben vermutlich mehr als irgendein anderer Teil der Bevölkerung mit diesem Milieu, das tatsächlich noch dahinter steht, hinter dem Status quo, Kontakt. Und ich glaube, daraus entsteht oft die Fehlannahme, wir müssen jetzt bürgerlicher sein, weil sonst verlieren wir die Leute auch noch, dann sind wir noch weniger. Und ich glaube, das ist eine große Angst, die die Leute treibt. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, sich das statistische Material anzugucken, ist so unendlich wichtig, um aus dieser selektiven Wahrnehmung rauszukommen und wirklich gemeinsam das
zu diskutieren, wo sind denn die Mehrheitsverhältnisse gerade, in welchen Fragen und wo können wir andocken. Ne? Und zur Frage, können wir das als FAU oder ist die FAU da der Player, muss man halt konstatieren, wir haben gute Erfolge, gerade ja in Sachsen, Thüringen hat die FAU ja ein gutes Wachstum hingelegt, auch qualitativ echt zugelegt für meine Gefühle, für mein Gefühl in den letzten Jahren. Und wir sind da an vielen Punkten, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Die Frage ist halt wirklich nur, geht das schnell genug? So, ne? Das ist, glaube ich, das, was auch alle fertig macht. Also es ist ja nicht so, dass wir nicht Erfolgserlebnisse haben. Also ich bin dieses Jahr so viel rumgefahren. Ich habe, glaube ich, vor ein paar tausend Leuten mittlerweile geredet. Und auch echt viele Leute sind dazugekommen. Mit vielen Leuten hat man verbindliche Beziehungen aufgebaut, auch wenn sie nicht Mitglied geworden sind und so weiter. Aber die Frage ist, reicht die Geschwindigkeit? Das ist halt das, was alles allen im Nacken sitzt, ne? Und uns auch, glaube ich, schlecht schlafen lässt. Und deswegen würde ich sagen, neben der FAU ist natürlich auch fundamental wichtig, dass wir genau diese Debatten um, müssen wir nicht eigentlich revolutionär nach vorne gehen, auch in andere Bewegungen tragen und gut gucken, wer ist denn da noch und wer ist eigentlich offen für sowas. Und da schätze ich total auch meinen beruflichen Alltag, weil ich eben auch eine Menge mit der Agrarbewegung zu tun habe. Und das zum Beispiel ein Feld ist, wo man statt zum Teil auch sehr offene Türen einrennt, weil die Leute aus ihrer beruflichen Profession heraus wissen, dass das System am Arsch ist. Die sehen halt, dass die Böden am Arsch sind. Die sehen, dass Kapitalismus uns gegen die Wand fährt, wenn wir so weitermachen, aus ihrem beruflichen Wissen heraus. Und ich glaube, sowas müssten wir noch viel mehr machen, schauen, wo gibt es berufliche Vernetzungen, die aus ihrer beruflichen Perspektive heraus wissen, dass das alles scheiße ist und eigentlich auch Lust hätten, es anders zu machen, weil es sie selber ankotzt, dass sie Arbeit schlecht machen müssen. Und ich glaube, das wird fundamental wichtig sein, nochmal neben dem Basisaufbau auch zu schauen, wo landen wir die großen Coups, blöd gesagt. So, ne? Also wo kommen wir mit Leuten ins Gespräch, die sich das schon die ganze Zeit denken, wo aber die Brücke fehlt zu einer internationalen Bewegung, zu einer berufsübergreifenden Organisierung. Und da ist die FAU dann vielleicht auch wieder das Puzzleteil. Und da führe ich ganz, ganz großartige Gespräche immer wieder, wenn ich bei irgendwelchen Agrarveranstaltungen bin und Leute danken einem auch wirklich. Also man kommt da als Anarchist hin zu irgendwelchen Kollegen und bringt das nochmal auf den Punkt, nahbar, verständlich, nicht von oben herab und immer mit der Bereitschaft auch was zu lernen und sich nochmal zu revidieren. Und wenn man so da rangeht, dann wird das auch mega dankend angenommen. Das spüre ich immer wieder, auch von Leuten, die vorher noch auf freien Sachsen-Demos waren übrigens. Und da müssen wir viel mehr reingehen. Also eigentlich ist das Stunde, was wir schaffen müssen, ist irgendwie eine große Basis zu organisieren, die aber nicht nur als Karteileichen, sondern wirklich auch belastbar. Also belastbar im Sinne von, wir haben tatsächlich emotionale Beziehungen miteinander. Wir können uns tatsächlich auch in diesen schweren Zeiten Halt geben und bereit sein, miteinander zu lernen. Und das Ganze müssen wir aber nochmal, wenn in Deutschland der Faschismus ausbricht, ist es immer noch unser kleinstes Problem, weil bei dem, was international gerade passiert, wir müssen das Ganze eigentlich auch noch international machen. Und das auch nochmal ein Shoutout an alle VISTAs, die hier gerade zuhören. Also gerade haben wir einen coolen Aktionstag für 6 Leute, die in Spanien in den Knast gehen. Aber allgemein brauchen wir auch viel mehr Leute, die sich in den internationalen Aufbauarbeiten, in unserer internationalen, in der International Confederation of Labor engagieren, weil es brennt überall und wir brauchen eine starke internationale Bewegung. Nur Deutschland würde uns gar nichts nützen, auch wenn das schon utopisch genug gerade zu sein scheint. Und gleichsam, das nehme ich aber auch immer wieder wahr, ich zehre in den Alltagsgesprächen auf dem Dorf, im Betrieb, total viel davon, dass ich diese internationalen Blickwinkel hatte und dass ich vor allen Dingen ultra viel Kontakt hatte, auch mit Genossen aus Südafrika mal am Rande eines Arbeitskampfs, mit Leuten aus Kurdistan, aus Bangladesch, aus Spanien. Weil wenn du aus erster Hand mit eigener Erfahrung diese internationalen Blickwinkel auch nochmal teilst, sowohl auf wie beschissen ist der Kapitalismus, aber auch wie beschissen ist Krieg, warum flüchten Leute
Und auch, was könnte der revolutionäre Fluchtpunkt sein? Die Leute hören dir hier, selbst in Sachsen auf dem platten Land, die Leute hören dir zu, die Leute finden das bereichernd. Und du bringst echt Leute ins Wanken damit. Also diese internationale Arbeit ist dann auch wieder total wichtig eigentlich, um hier selber vom Fleck zu kommen. Und Leute auch wieder, da sind wir wieder bei dem Punkt, auch Hoffnung zu geben und eine gewisse Authentizität, irgendwann lerne ich dieses Wort noch, ohne mich zu versprechen. Ist aber auch nervig. Ja, eine gewisse Authentizität, ne, gleich nochmal, den Leuten zu vermitteln und zu vermitteln, dass Mensch halt nicht nur daherquatscht von internationaler Solidarität und globaler Gerechtigkeit, sondern dass Mensch das wirklich auch meint und dass Mensch bereit ist, sich mit einfachen Leuten anderswo auseinanderzusetzen. Auch das finde ich ganz fundamental wichtig. Ja, du hast den Punkt der Zeit hier nochmal erwähnt, also dass man einfach so ein bisschen gegen die Zeit arbeitet. Und ich finde, das ist auch so ein zentraler Punkt von Betrachtung, den wir auch immer wieder hier im Podcast haben, wenn jetzt halt irgendwie eine neue Situation aufploppt, wo wir dann hier fassungslos sitzen und auf die Linke gucken und sagen, was zur Hölle, warum passiert nichts? Jetzt müsste doch mal und hier und da. Aber das ist halt leider das Problem, dass dann halt bestimmte Dinge kann man einfach nicht übers Knie brechen und kann man nicht aus dem Nichts erzeugen. Und wenn man halt dann in wirklich sehr ruhigen Zeiten, die wir, wenn man das jetzt mit dem vergleicht, wo wir jetzt sind, und wenn man das mit dem vergleicht, wo wir wahrscheinlich in 10, 20, 30 Jahren sind, beziehungsweise sein werden, ja, dann waren die 15, 20 Jahre, die jetzt davor kamen, vergleichsweise ruhig, und da hat halt einfach die Linke halt verschlafen. So, da wurde halt einfach sich mit allem Möglichen beschäftigt, aber eben nicht mit einem Basisaufbau. Da wurde sich eben nicht damit beschäftigt, wie man halt wirklich innerhalb der Klasse halt eine wirkliche Verankerung halt erzeugt, so mit Kampagnenarbeit und NGO-Gedöns und so weiter. Und es ist halt auch total wichtig und schön, dass wir jetzt wieder mehr in diese Richtung gehen und dass wir auch wirklich auch in unterschiedlichen Teilen der Linken halt auch wieder Ansätze neu entwickelt werden, die oder neu entdeckt werden mit Nachbarschaftsarbeit und auch allen möglichen, ne? Diese Diskurse sind ja für alle offen. Aber wie du sagst, es ist halt leider dann die Situation, dass man das halt nicht einfach so aufholen kann, aber es bleibt uns halt auch nichts anderes übrig. Das ist ja der Punkt, an dem wir dann auch immer wieder kommen. Dass es halt einfach keine Alternative zu diesem Basisaufbau gibt, weil ja nur mit einer gewissen gesellschaftlichen Verankerung können wir halt auch solchen Situationen, wie sie uns bevorstehen und auch speziell jetzt in Ostdeutschland euch vielleicht nochmal ein paar Jahre früher bevorstehen, als es uns in Westdeutschland trifft, auch begegnen. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, das war auch eine Frage aus dem Chat, die kam, du hast auch häufig dieses Wort sattelfest genannt. Vielleicht könntest du das, ohne jetzt eure absoluten super Details, die die Gegenseite, die Asse im Ärmel, die Gegenseite nicht erfahren sollte, irgendwie nochmal ein bisschen ja, mehr formulieren, dass das ein bisschen greifbarer wird, was dieses sattelfest bedeutet für die FAU. Ja. Genau, also wir bisschen mehrgleisig gefahren. Also einerseits geht es natürlich darum, dass Strukturen einfach gut und sauber sind. Ne? Das hieß bei uns auch, dass wir zum Beispiel jetzt, das mag viele vielleicht überraschen, aber dass wir jetzt in Dresden auch nochmal sehr großen Blick drauf gelegt haben, unsere Konfliktstrukturen zum Beispiel voranzubringen. Also unter der Gedanke dahinter ist, mehr Druck, und mehr Druck gibt es ja gerade, macht schnell, dass Konflikte unkonstruktiver werden, die Töne schriller werden und dann viel Energie draufgehen kann für unkonstruktive Konflikte. Deswegen haben wir, und vor dem Hintergrund, dass man sich das wirklich nicht leisten kann, haben wir unsere Konfliktstrukturen zum Beispiel nochmal auf den Prüfstand gestellt und weiterentwickelt, beziehungsweise angefangene Reformen wurden da von vielen lieben Genossen weitergebracht. Das war eins. Zum anderen haben wir nochmal ein neues Lokal eröffnet, sind nochmal mehr nach außen gegangen, auch vor dem Hintergrund nochmal einen Raum mehr zu schaffen, der finanziell unabhängig ist. Nicht ganz unabhängig, wir werden doll unterstützt, auch von vielen Syndikaten im Westen. Danke dafür. Und ganz viele Leute.
Aber die laufen ja nicht Gefahr, jetzt irgendwie, ja, die sind ja finanziell abhängig von ihrer Mitgliederbasis und nicht vom deutschen Staat, der dann irgendwie da die Gelder entzogen werden könnte. Nee, voll, genau. Und da, also da nochmal ein weiteres örtliches Standbein einfach zu schaffen, dann haben wir auch gesagt, wir wollen uns mehr damit befassen, wie wir, also einerseits, das haben wir schon bei der letzten Landtagswahl gemacht, haben wir nochmal Antirepressionsschulung, Sicherheitsschulung in den Blick genommen natürlich. Wir haben in Dresden, das ist relativ besonders in der FAU, ist jedes Mitglied in einer Basisgruppe zugeteilt. Das Konzept soll im Wesentlichen garantieren, dass jedes Mitglied eigentlich einen festen personellen Bezugsrahmen hat. Also so eine Art, ich könnte sagen, Wahlfamilie innerhalb des Syndikats. Was dafür da ist, eben gerade auch diese mentalen Sachen, diese, boah, ey, es macht mir Angst oder ich weiß nicht, wohin damit oder ich habe manchmal das Gefühl, aufzugeben oder aufgeben zu wollen, ne? Dass man genau diese Sachen, was viele linke Gruppen, glaube ich, leider nicht machen, dass es dafür einen festen Rahmen gibt, wo man sich darüber austauscht, sich hält und irgendwie wirklich nochmal auf einem anderen Level vertrauensvolle Beziehungen auch aufbaut und gleichzeitig aber eben auch eine Grundlage hat, wenn man sagt, okay, eine Gesamtorganisation ist vielleicht auch mal weg vom Fenster. Trotzdem noch irgendein Personenzusammenhang da ist, mit dem ich agieren kann. Ne? Auch das ein Learning aus der alten FUD, die das ähnlich gemacht hat mit Fünfergruppen in dem Fall. Das gab es übrigens interessanterweise auch im DDR-Untergrund, ähnlich mit dem AHK Wolfspelz hier in Dresden. Also auch das ist so eine Sache, die in Westdeutschland oft nicht bekannt ist, dass viel oder ein nicht unwesentlicher Teil des Untergrunds auch in der DDR schon anarchistisch war und wir deswegen hier manchmal auch ein anderes Standing haben, vielleicht. Genau, insgesamt haben wir versucht, Anlässe zu schaffen, eben über Ängste zu reden und Umgang damit. Und wir haben dann aber auch in den neuen Lokalen eine Schulungsreihe zum Beispiel gestartet. Haben wir, glaube ich, insgesamt 12 Veranstaltungen mit wirklich vielen Teilnehmenden, also hatten oft so 40, 45 Leute drin sitzen. Wo wir nochmal nach außen gegangen sind, aber auch viel, auch das vielleicht eher kontraintuitiv, viel auch internationale Themen gebracht haben. Also wir hatten Michael Wilk da dankenswerterweise nochmal zu einem Update Nordostsyrien, aber auch nochmal zum Thema strategische Vereinnahmung und staatliche Lenkung von Widerstandsbewegungen. Wir haben über China geredet, wir haben über Myanmar geredet. Also haben uns insgesamt nochmal versucht, in den Kontext zu setzen mit den Problemen, die wir hier haben und daraus aber auch nochmal verstärkt ein Bewusstsein zu schaffen, eben doch dann mal zum Diskutieren zu kommen über die politische Weltlage. Und hatten aber auch zum Beispiel den Genossen Helge Döring da, der nochmal was zur Geschichte der FUD erzählt hat. Und da auch nochmal zu Learnings. Wir hatten Antje Schrupp da, die was zu Feminismus und Widerstand und Learnings davon aus verschiedenen Zeiten referiert hat. Also so einen sehr bunten Blumenstrauß, aber immer um Bewegung in Extremsituationen, aber eben auch revolutionäre Fluchtpunkte darin. Das war so ein Punkt. Genau, das sind jetzt die wichtigsten, die mir einfallen. Und dann haben wir eben auch nochmal andere interne Formate geschaffen. Uns auszutauschen, unter anderem zum Beispiel ein Delhi-Treffen. Wir sind ja nicht nur Dresden, sondern wir haben auch Ortssektionen, die auch nochmal ganz andere Realitäten ins Auge fassen müssen. Also wir haben gerade Ortssektionen in Cottbus, Erzgebirgskreis, was wirklich eine finstere Ecke ist, und Freiberg und sozusagen auch nochmal einen Rahmen zu schaffen, sich da nochmal auszutauschen, die nicht allein zu lassen, uns auch aus so einer städtischen Perspektive nicht davon zu entfremden. Das ist nebenbei eingemerkt, echt auch eine, finde ich, Besonderheit. Ich glaube, es gibt wenige Strukturen, die ja in eurer Ecke, die dann halt so ein, ja, ihr seid ja schon halt natürlich am stärksten dann in Dresden, in der Stadt, denke ich mal, aber die halt dann
eine reale Perspektive auch auf dem Land haben und halt wirklich Mitglieder vor Ort, die da halt kämpfen und halt nicht nur so ein vages, ja, wir unterstützen mal ein bisschen oder so, sondern dass das halt wirklich strukturell eingebunden ist und halt Teil von einer Gesamtstrategie, von einer Organisation. Ich glaube, das ist schon relativ einmalig, speziell aus revolutionärer Perspektive vor Ort, denke ich mal. Voll, und da geht es dann auch oft um Sachen natürlich, die Mensch dann wiederum gar nicht so sehr bei uns vermuten würde, eben gerade zum Beispiel in diesen Basisgruppen, ne, dass dann eben auch wir Mitglieder haben, die gar keinen anderen Ansatzpunkt haben und sich dann doch mal im Stadtrat irgendwie mit reinsetzen oder dort sehr viel irgendwie versuchen, die Kommunalpolitik zu pressern oder dann doch bei Demokratie verteidigen Sachen sind, weil es gar nichts anderes im Ort gibt, aber das dann eben auch wieder gemeinsam reflektieren, so, ne, und da sehe ich auch einen großen Vorteil von unserer Organisationsweise. Also das machen natürlich auch Antifa-Gruppen und es gibt ja auch Patenschaften von Stadt- und eher ländlichen Antifa-Gruppen und so weiter. Aber den großen Vorteil, den wir haben, ist halt neben der finanziellen Unabhängigkeit und dass es relativ klare Wege gibt, wie diese dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen dann auch an Geld kommen, ist es halt in der Tendenz ein viel kontinuierlicherer Dialog und auch einer, der nicht jedes Mal wieder, wir machen das x-te Vernetzungstreffen und wir dudeln einen Termin und so weiter, sondern es gibt halt sehr klare Wege, wie dieser Austausch, diese Berichterstattung gegenseitig stattfinden kann. Und damit frisst es viel weniger Ressourcen. Das würde ich auch nochmal allen nahelegen, dass es einfach ein guter Weg ist, sich so verbindlich und langfristig zu organisieren und föderativ, ne? Ich würde vielleicht mal ein paar Fragen aus dem Chat durchgehen, die über die Zeit liegen geblieben sind. Da ist einiges ja, zusammengekommen. Einiges sind dann natürlich auch Rücknahme auf das, was wir davor besprochen haben, aber das ist ja nicht weniger aktuell. Einmal von Mighty Anarchist. Und zwar, wie nimmst du so persönliche Autonomiebestrebungen in Gesprächen wahr? Das nimmt, glaube ich, nochmal Rückbezug auf diese ostdeutsche Seele, die Analyse dessen. Hilft es gegen Nationalbewusstsein oder Nationalstolz daran zu appellieren, dass man sich selbst ermächtigen und eben nicht nach Führung von oben rufen sollte? Naja, ich finde ganz interessant, also jetzt gerade auf den Dörfern sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Die habe ich dann aber auch sehr ähnlich, also ich mache auch manchmal Beratung für Leute irgendwo, dann oft über das agrarische Umfeld, wenn es so um Umgang mit rechten Tendenzen geht und wie geht man Steins klein auf seinem Dorf und so. Tatsächlich wird das auch im Westen mehr, also ich würde nicht sagen, das, was ich jetzt sage, ist ein rein ostdeutsches Phänomen, sondern so, was einem wirklich oft begegnet, ist so ein, ich würde sagen, esoterisch angehauchter Nationalanarchismus. Irgendwie so. Und der ist mal sozialer, mal libertärer im angloamerikanischen Sinne. Also mehr so, ACAP ist tatsächlich auch ideologisch ein Ding geworden, leider, in Sachsen. Das hat, was ich erstmal völlig absurd finde, aber habe ja auch ein paar Theorien, aber die sind wirklich nicht wasserfest. Und also ich würde sagen, so ein gesamtdeutscher Nationalismus zieht hier wirklich nicht, sondern gerade ist es halt wirklich, also ich würde sogar sagen, Westdeutsche sind noch das größere Feindbild als Migrantinnen vielleicht. Immer noch. Ja, eher mehr, ehrlich okay. gesagt. Krass. Ehrlich gesagt auch zunehmend in der Linken, aber genau, also so eine großdeutsche Perspektive begegnet mir gar nicht mal so oft. Vielleicht bin ich in den falschen Ecken unterwegs. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern. Aber ich würde sagen, es ändert halt nichts am Chauvinismus, sondern sozusagen, wenn die Erzählung ist, Ostdeutschland gegen die Welt oder dein Dorf gegen die Welt, macht das nichts mit, ich lasse hier keinen rein und es macht auch nichts gegen jeden, den ich als faul oder macht sich nicht so kaputt, wie ich identifiziere, halte ich für einen Schmarotzer.
der überhaupt keine Unterstützung kriegen sollte. Also dagegen macht es nichts, würde ich sagen. Mensch kann halt, wo es natürlich andockt, und ich glaube, das ist einerseits für viele, also wie gesagt, ich arbeite viel auch im Solawi-Kontext und bin da auch viel unterwegs, also solidarische Landwirtschaften. Es ist ein Phänomen, dass die Anastasia-Bewegung natürlich existent ist, auch als eine Agrarbewegung von rechts, aber zumindest hier in Sachsen, ich glaube in Brandenburg und Mecklenburg sieht das nochmal anders aus, flächig nicht so ist, dass die rechte Bewegung jetzt denkt, sie kann sich damit selbst versorgen. Und dass deswegen immer wieder Leute, die auch sonst eher im rechten Kontext sind, als Ernteteiler auf Solawis aufschlagen. Und viele Solawis dann sehr anstrengenden, aber sehr guten Job machen, Leuten zu sagen, wusstest du, dass es Autonomiegedanken und Selbstversorgungsgedanken auch von links gibt? Und was ja auch was ist, was für, also genau, wo sich auch Teile der Linken nicht mehr verstehen, würde ich sagen. Weil ich glaube, für viele Leute in den Solawis ist es total klar, dass sie da gerade einen echt wichtigen und guten Job machen, und das würde ich auch so unterschreiben. Das ist vielleicht eine Sache, eine Frage, die hier mit anschließt an die, an den Punkt, den du gerade ausführst. Und zwar, welche Chancen hat die Verbreitung von Selbstorganisierung, die rechten Entwicklungen und Vorstellungen zu lockern? Okay. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, was mir halt in der Stadt dann immer wieder begegnet, wenn ich davon erzähle, ist halt schon, dass echt noch krass diese Vorstellung verbreitet ist mit Leuten, die auf einer rechten Demo waren, rede ich nicht mehr. So, ja. Das ist immer noch voll da, und ich weiß auch, dass es auch in unserem Syndikat da ist. Deswegen muss ich auch immer sagen, also ich kann das immer nur von mir erzählen, und wir machen da jetzt keinen Konsens draus, reden wir mit Rechten oder reden wir nicht, denken wir, NGOs sind ein Problem oder nicht. Also darüber haben wir keinen Konsens, und da gibt es auf jeden Fall ein breites Meinungsspektrum. Ne? Das will ich immer noch mal, nehmt das hier nicht als FOU Dresden-Position, bitte, weil die sind nicht möglich. Also ich kenne auf jeden Fall einige Leute, die jetzt, wenn sie das Gespräch mit dir gehört hätten, sagen würden, mit dir rede ich auch nicht mehr. Weil du redest ja mit Rechten. Das, ja, okay. Komme ich mit klar. Ich denke schon, so gruselig das ist, da gibt es Anknüpfungspunkte auf jeden Fall. Also, und das ist auch meistens meine Gesprächsstrategie im Klein-Klein. Ne? Also, ich kann das ja mal durchspielen. Meistens, du triffst irgendwen, zum Beispiel als Ernteteiler, du jätest zusammen oder bist halt auf dem Dorf an der Haltestelle, hast eine Wartezeit. Also ich quatsche dann auch offensiv Leute an, mit denen ich dann an der Haltestelle, also ich suche das auch, ne? Wann immer möglich, außer die Leute sehen zu böse und breitkreuzig aus. Und dann kommt halt ganz schnell, naja, hier die scheiß Ausländer und so weiter. Und da muss man schon halt reingehen. Was ist denn dein, oder ich versuche dann da reinzugehen. Was stört dich denn? Warum denkst du denn, sind die Leute da? Und dann kommt manchmal, naja, die wollen hier ins Sozialsystem einwandern. Oder dann spiele ich natürlich die Karte, das ist ja auch so absurd, ne? Also ostdeutsche Realität ist ja auch, jeder kennt jemanden, der wegen Westplatten und ich will meine Karriere machen und sonst was in den Westen abgehauen ist. Jeder. Gebe ich Brief und Siegel, so, ne? Die Karte spiele ich dann natürlich auch. Warte mal, wie viele Leute kennst du eigentlich, die als Wirtschaftsflüchtlinge in den Westen abgehauen sind? Und wie viele Leute kennst du eigentlich, die gerade als Handwerker in der Schweiz ständig arbeiten? Also, das ist das eine. Das andere ist halt wirklich, da sage ich wieder, Internationalismus ist so wichtig. Geschichten erzählen. Die Leute haben ja ganz oft ganz wenig Geschichten gehört. Die haben keine Ahnung, was in Syrien abgeht, wie Lebensrealitäten das sind und so weiter. Wenn Mensch die hat und die gut erzählt, ohne mit erhobenen Zeigefinger, und das kannst du ja doch nicht sagen, weil, sondern einfach nur Ich-Botschaften. Ich habe einen Freund, der hat das erlebt, das war so und so. Das hat mich zu dem Gedanken gebracht, dass ganz viele Leute gar nicht aus Langeweile flüchten. So. Und natürlich sind die dann auch nicht gerne hier, so. Und natürlich haben die keinen Bock, sich zu integrieren. Die wollten nie hier sein, so. Kennst du nie den Mirko, der arbeitet jetzt auch im Westen. Denkst du, der hat Bock, Schwäbisch zu lernen und den ganzen,
und jetzt linksgrün versifft zu werden deswegen so, ne? Also Empathie herstellen ist halt mega wichtig, und halt immer wieder auch dann eben anzudocken und zu sagen, ja, dir ist diese Fremdbestimmung, findest du zum Kotzen, du findest zum Kotzen, dass wir müssen den Klimawandel aufhalten, gesagt wird, und gleichzeitig Digitalisierung, lass uns die Serverzentren hochfahren und du siehst, dass es nicht zusammenpasst. Da gibt es folgende Angebote von links. Und dann ist es halt cool, die linken Strukturen auch halbwegs auf dem Kasten zu haben. Und erstmal zuzuhören natürlich, was bewegt die Leute in der Stadt, dann mit dem Mietshäuser-Syndikat zu kommen oder mit Wohngenossenschaften, die sich gründen, oder mit Solawis zu kommen. Und eben das Repertoire abzustecken, weil ganz viele Leute haben noch nie davon gehört und ganz viele Leute denken halt, es gibt nur irgendwie links sein ist in der Heinrich-Böll-Stiftung arbeiten und den Green New Deal feiern so, ne? Wir sind eben mit selbstorganisierten Strukturen unsichtbar und ich nehme schon wahr, dass es bei Leuten so ein bisschen Buff macht, wenn du sagst, hey, du kannst übrigens auch gendern und für Transrechte sein und trotzdem gegen den Kapitalismus. Das ist Leuten neu. So, ne? Oft. Also, ja. Ja, nur das Problem ist ja, dass du, dass das, was du sagst, das ist ja exakt das, was halt von Spiegel bis halt jede zweite Antifa-Gruppe sagt. Also deswegen meine ich das gerade als Witz, aber es ist ja tatsächlich so. Ja, du probierst dann halt an der Stelle Verständnis für den Wutbürger aufzubringen, den sogenannten. Ich meine, also das ist natürlich jetzt. Es funktioniert natürlich nicht anders. Ich meine, das ist ja das, was diese Leute nicht verstehen. Wenn du halt in einer Situation, also generell finde ich es halt sinnvoll, mit allen Leuten halt im Gespräch zu sein, erstmal. Außer das sind jetzt halt wirklich, keine Ahnung, so die obersten reaktionären Kader oder so von irgendwas. Aber es ist ja nun mal so, dass umso relevanter halt rechte bis rechtsradikale Positionen in der Gesellschaft werden, umso mehr ist die Klasse davon durchdrungen. Und wenn du halt gewerkschaftliche Arbeit machen willst, dann bedeutet das halt nun mal, dass du dann halt auch immer mehr mit Rechten reden musst, um die halt zu erreichen und das zu verändern. Und es gibt ja auch Verständnis aufbringen und Verständnis aufbringen. Ne? Also du kannst Verständnis aufbringen, wie das passiert ist in Sachsen, was ja auch ein großer Teil der Misere ist, in dem sich irgendwie Pegida gründet. Das ist mir ja wirklich passiert. Ne? Also Pegida marschiert in Dresden, und da spielt ein schwarzes Kind in einem Brunnen. So. Und 3000 Erwachsene, zumeist Männer, brüllen absaufen zu diesem Kind. Was für Flachwichser kommen da zusammen? So, ne? Und dann stellt sich ein Kretschi hin, damals schon, also ein Ministerpräsident Kretschmer, und lädt die ein und nimmt die Sorgen der Bürger ernst. Die Bürger sagen: Ich glaube, unter meinem Bett ist ein Monster. Und Kretschi sagt: Um dieses Monster müssen wir uns aber kümmern. Das setzen wir jetzt ganz oben auf die Agenda. Das ist ja nicht das Verständnis für den Bürger, was gemeint ist. So, ne? Gemeint ist ja, ich versuche zu verstehen, erstmal, was bei dir Phase ist und von wo du kommst. Und ich nehme das aber nicht als Einbahnstraße, sondern ich bringe dir Verständnis entgegen und höre dir zu, respektvoll, und rede mit dir respektvoll. Und ich erwarte, dass du das auch mit mir machst. Und dann klärt sich meistens binnen von 20 Sekunden, ob das gegeben ist, ob die Person mir auch zuhört. Dann kann ich, wenn nicht, dann kann ich es auch lassen. Und da gibt es genug Leute, die brüllen dich nieder, die wollen sich nur selber labern hören. Und ganz viele Leute sind ja auch, das muss man auch sagen, es gibt einfach so eine Masse an Leuten, es ist ein Phänomen von Männern über 40, die tun, als wären sie 12. Und mit einem 12-Jährigen, der sich gerade auf den Boden wälzt, brauche ich kein aktives Gespräch führen. So, zumindest nicht in diesem Moment. Das kann man entschlassen. Aber da gibt es ja noch so viel andere Leute. So, ne? Und da sehe ich auch in linker Bildungspolitik einfach auch wegen einer Verwobenheit, die Mensch ja manchmal auch hat mit Demokratieklausel und wir sind nicht extremistisch und so weiter, kannst du ja manche Gespräche gar nicht mehr führen. Ich war ja selber in der politischen Bildung, auch für so einen Demokratieverein letztendlich eine Weile, weil ich es interessant fand, an Schulen zu gehen und weil ich dann natürlich Klassenkampf gesagt habe und halt darauf gewartet habe, dass ich rausgeschmissen werde irgendwann. Aber
Du kannst ja nicht über Klassismus reden, das gab es zum Beispiel wirklich, es wurde über Klassismus geredet, es fiel das Wort Kapitalismus in diesem Skript nicht. So, das kannst du nicht machen. So, ne? Also, das ist halt wirklich, was Ich ich auch kann meine. vieles. Ja, ich kann vieles, aber Ja. das ist, was ich meine. Da wird auch mit einer Arroganz von einer Dummheit des Klienten ausgegangen, die natürlich zu nichts führt. So, aber. Oh, sorry, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt. Und genauso ist es natürlich, wenn Fragen in der Gesellschaft auftauchen, und das tun sie nun mal, und du kannst, ohne den Kapitalismus zu erwähnen, keine befriedigende Erklärung abgeben, weil es halt elementar dazugehört zum Verständnis der Situation. Und du tust aber aus liberaler Bildungsarbeit zum Beispiel oder auch aus liberalen Aktionismus gegen rechts Antworten geben, die den Kapitalismus nicht mit einschließen, dann gibst du automatisch unauthentische, unbefriedigende Antworten. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ist das nicht eher kontraproduktiv? Wäre es nicht besser, die Fresse zu halten? Ist eine Frage, so, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das verstärkt manchmal noch das Bild von, naja, was von links kommt, ist halt Bullshit. Ist halt ideologisch aufgeblasener Bullshit. Weil die Leute halt nicht völlig blamblam sind. So. Ja, aber genau, und sie werden, wie du es auch angedeutet hast, oftmals dann halt so wie kleine Kinder behandelt, sowohl in den Medien als auch von links. Und selbst kleine Kinder sollte man halt natürlich nicht so behandeln. Und das ist natürlich auch nicht sonderlich produktiv für irgendwie, um Menschen ja, erreichen zu können und von was anderes zu überzeugen zu können. Aber wie gesagt, um das abzuschließen, weil da haben wir jetzt schon viel darüber geredet. Es gibt halt auch einfach wirklich so viele Linke, denen das auch, also die auch niemand erreichen, die diese Leute nicht erreichen wollen aus Prinzip, weil sie halt da kein Interesse und kein Sinn drin sehen, auch gesellschaftlich, ne? Weil sie halt einfach für sich halt ihre Blase wollen, wo es ihnen gut geht. Und wenn sie daraus hinaustreten oder dann mal den Fernseher anschalten, dann schlagen sie die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, die kannst du eh vergessen, fertig. Und da gibt es leider viel zu viele von. Genau, aber das ist ja so ein bisschen auf was ich vorhin abgestellt habe mit die Gläubigkeit an das geht hier so weiter, ist manchmal, glaube ich, in der Linken ausgeprägter als irgendwo sonst, weil diese Blase wird halt platzen. So, wir können uns jetzt aussuchen, ob wir in den nächsten Jahren Zehntausende von Toten an den europäischen Grenzen sehen werden oder Panzer durch Deutschland rollen oder irgendwelche Leute, die versuchen, die KI noch mehr zum Ausrasten zu bringen, um die Bevölkerung zu manipulieren. Oder irgendwelche Reichen, die Altersforschung, gehen jetzt manche Leute davon aus, in 2035 könnten wir eventuell das Alter genetisch ausgescherbelt haben. Da können wir uns ja auch mal fragen, was im Kapitalismus damit passiert, wenn sozusagen die Möglichkeit zur Unsterblichkeit theoretisch besteht und wer die dann erhält. Und selbst wenn das alles nicht wäre, haben wir gerade eine Landwirtschaft am Start, die völlig unwidersprochen unsere Böden vernichtet, während wir eine wachsende Weltbevölkerung haben. Also nichts, absolut nichts deutet darauf hin, dass diese Blase und dieses politische Arrangement, so wie wir es haben, bleiben wird. Oder wie es Tomasz Konitsch, ein Autor, den ich sehr schätze, der da auch viel und gut analysiert, meiner Meinung nach, gesagt hat, alles wird schlechter. Auch wenn ihr es nicht hören wollt, es wird einfach alles beschissen und wir haben jetzt in der Hand, ob es richtig beschissen wird und einfach der Untergang oder ob daraus noch was Gutes entsteht. Da müssen wir aber die Backen zusammenkneifen. So. Also er hat es ein bisschen hochtrabender und akademischer gesagt, glaube ich, aber von der Stoßrichtung her. Ne? Ja, wenn Joshua hier wäre, dann würde er jetzt unsere Folge zu Apokalypsen erwähnen und probieren das gegen zu argumentieren. Aber ich bin ja nicht Joshua und ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Eine Frage, die noch im Chat war, ob ihr gerade das schon merkt, dass ihr jetzt konkret mehr Probleme mit Nazis bekommt. Also ist es so, dass die aggressiver jetzt euch gegenüber auftreten? Also ich meine, klar, wir haben das mit dem CSD haben wir, das hast du schon angesprochen, da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Das ist ja wirklich ein
also in der Form ein absolutes Novum gewesen. Auch diese Ausbreitung des Ganzen dann nach Ostdeutschland ist einfach ein riesiger, nach Westdeutschland ist ein riesiger Straßenerfolg für die ja, explizite Neonazi-Szene an der Stelle. Mhm. Was wirklich sehr bedenklich ist, weil wir diese Neonazi-Jugendbewegung in der Form, klar gab es die auch jetzt immer wieder punktuell in Ostdeutschland, aber das würde ich auch schon sagen, ist eine neue Qualität in diesem öffentlichen, größeren Auftreten, selbst für ostdeutsche Verhältnisse, dass man da halt ja da 17, 16, 15-Jährige primär rumlaufen sieht und dann noch ein paar Kader, ältere Kader im Hintergrund. Das fand ich dann schon nochmal eine neue Qualität. Aber ja, ist das auch was, was euch jetzt als FAU betrifft, oder ist das eher so was, was dann vielleicht auch natürlich einzelne Mitglieder von euch eher merken an konkreten Ereignissen oder so? Also wir hatten jetzt im neuen Lokal das erste Mal, dass jemand unsere Scheibe angesprüht hat. Das war jetzt so letzte Woche das Ding. Generell finde ich schwer einzuschätzen. Also da würde ich jetzt empfehlen, eher Sachsen zum Beispiel hat eine Statistik, die ist eigentlich sehr gut. Ich könnte es jetzt statistisch gerade noch nicht festmachen, aber von dem, was wir subjektiv wahrnehmen, gerade eben auch bei unseren Deli-Versammlungen aus den verschiedenen Stadtteilen und Ortschaften, merkt man schon, dass es auf jeden Fall mehr Präsenz gibt und auch mehr Hang zur Aggressivität wieder. Und eben auch wirklich, eben wie du schon sagtest, von so sehr jungen Menschen, was ja auch die Frage stellt, wenn dann das passiert und jetzt nicht bedrohlich ist und Mensch sogar was machen könnte, was macht Mensch dann? Das sind, also, ne, bei so jungen Menschen willst du ja auch nicht volle Breitseite irgendwie mit direkter Aktion handeln, oder also ich würde das zumindest in Frage stellen, ob das ethisch ist. Und das ist schon schwierig, und was ich aber eigentlich erschreckend, also das war eigentlich recht durchgängig auch, dass es vor allen Dingen sehr viele junge Menschen sind, die jetzt in der Weise aktiv wären. Und das macht natürlich Angst, was sie jetzt im Verlauf ihrer weiteren politischen Karriere so treiben. Ob sich das noch radikalisiert, ob sich das wieder in sozusagen in neuen Terrorgruppen kristallisieren wird, in eine neue Welle von Terrorgruppen. Oder ob die alle zur Polizei gehen, oder hast du nicht gesehen. Und ich persönlich finde aber viel erschreckender eigentlich, dass es sozusagen, und das sagen auch Umfragen, und es gab ja auch ein paar Skandale um Jugendwahlen und so weiter, dass es schlimmstenfalls gerade eine Trendumkehr geben zu scheint, von die Jugend kämpft diesen Klimakampf, weil sie ihn als ihren Kampf begreift und den Kampf um ihre Zukunft, wonach es ja zwischendurch so ein bisschen aussah, hin zu schlimmstenfalls die Jugend gibt diesen Kampf auf und richtet sich im Klima-Armageddon ein mit diesem nationalistischen Jeder gegen jeden und in einer Orientierung auf wieder feste Normen und Werte. Es gibt nur noch zwei Geschlechter, das ist uns hier alles zu wild und so. Also dass es diesen ideologischen Backlash in der Jugend gibt aus Hilflosigkeit und Angst, das fände ich noch viel gefährlicher als die Straßengewalt, die wir jetzt erleben, wenn das sich wirklich so verfestigt. Ja, auf jeden Fall. Wir haben übrigens auch in Dortmund das ähnliche Phänomen mit diesen jungen Nazis. Also das Dortmund ist ja immer so, zumindest was die Nazi-Szene angeht, kann man das ja so von westdeutschen Verhältnissen immer so leicht mit dem, was in Ostdeutschland passiert, dann vergleichen. Also mit jetzt AfD und so natürlich überhaupt nicht. Aber und da haben wir dann auch so eine kleine Frischzellenkur, und ja, da ist dann schon die Frage, was du mit so Bengeln halt machst, die halt dann schon gefährlich sind, natürlich für Leute, aber die dann halt wirklich 15, 16, 17 sind, und halt, wenn man mit denen dann halt irgendwie, wenn man die halt anspricht und so, ne, dann natürlich ist da noch kein gefestigtes, geschlossenes Weltbild dahinter. Keine einfache Situation. Ja, Leute, schreibt gerne noch eine Runde Kommentare und Fragen rein, was euch noch beschäftigt, was ihr noch für Fragen an Wolf habt. Gibt es für den Moment gerade was von dir, was du noch hinzufügen möchtest?
Ja, schon. Also, ich glaube, wir sind ja jetzt ganz schön viel im Die Welt ist schlimm und so verblieben. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr nach vorne gucken und was machen wir jetzt damit, ne? Sehr gut. Ja. Genau, also einerseits ist es mir ein Herzensanliegen, hier nochmal reinzutragen, was unsere gerade eher kleinstädtischen und dörflichen Strukturen immer gerne wieder sozusagen betonen. Wer sich jetzt fragt, was kann ich tun, geht zu diesen Sektionen, zieht dorthin, presst euch das Land. Das ist wirklich fundamental wichtig, dass das mehr Leute machen. Insgesamt, genau, beschäftigt euch halt mit der Frage, wie ihr auf Leuten zugeht, analysiert mal selber, wie oft führt ihr eigentlich Gespräche außerhalb der Bubble. Und vor allen Dingen vielleicht noch wichtiger als, wie oft führt ihr mal ein Gespräch außerhalb der Bubble, wie oft baut ihr Beziehungen außerhalb der Bubble auf, langfristige Vertrauensbeziehungen auch. Und stellt euch die Frage, wie könnt ihr das öfter tun? Ich würde auch sagen, also was ich immer total gut finde, ist natürlich nicht jedem gegeben. Und Mensch, muss ja auch sagen, ne, ich bin männlich lesbar, ich bin weiß, ich habe natürlich oft eine viel komfortablere Ausgangssituation, als wenn jetzt eine schwarze, offensichtlich queere Person irgendwie in Hinterpotsch-Appel ein Gespräch an der Bushaltestelle anfängt. Aber wenn ihr in so einer ähnlichen Position seid oder ein echt dickes Fell habt, dann macht es, versucht es einfach öfter auch im Alltag politische Diskussionen zu führen mit Leuten. Und trainiert es auch so ein bisschen, also so Alltagsagitation auch aus Steilvorlagen dann was zu basteln, dabei nicht von oben herab zu wirken, bringt euch Ich-Botschaften auf die Kette. Also nie den moralischen, also legt den moralischen Zeigefinger ab, wenn ihr ihn habt. Und fragt euch auch selbst, wenn ihr in Gespräche geht mit Leuten, die nicht eurer politischen Meinung seid, mache ich das gerade respektvoll? Solche Sachen. Und vor allen Dingen müssen wir halt wirklich, glaube ich, und ich glaube, dafür stehen wir auch als FOU Dresden, den Versuch wirklich in die Breite zu gehen. Es ist natürlich alles begrenzt. Auch wir fischen natürlich in unseren Milieus, sind noch relativ homogen. Aber das sollte Mensch zumindest beständig problematisieren. Wir sollten auf jeden Fall problematisieren, wenn wir als Bewegung nicht wachsen. Also das macht mich immer ein bisschen fassungslos, wenn es anarchistische Strukturen gibt, die über Revolution reden und seit 10 Jahren auf demselben Stand von 10 Leuten sind und da kein Umdenken oder kein Hinterfragen einsetzt. Jetzt mal abgesehen von ganz klar geschlossenen Kollektiven oder so, die irgendeine spezielle Struktur oder Bildungsarbeit machen oder sowas, ne? Aber wenn du eine allgemeine anarchistische oder anarcho-syndikalistische Organisation bist, und du wirst nicht größer, dann musst du auf jeden Fall mit dir in die Klausur gehen. Wir können uns eigentlich an keinem Ort Strukturen leisten, die nicht wachsen, die nicht in die Breite gehen. Und gleichzeitig finde ich es aber fundamental wichtig und da arbeiten wir so gut wir können auch dran, eben, dass es eben auch diese stabilen Beziehungen sind, dass wir Bündnisse miteinander eingehen, die A, wirklich unseren Alltag unseren Alltag ertragbar machen, auch in schlimmeren Zeiten. Und das finde ich auch in unserem Syndikat immer wieder rührend, dass, wenn es darum geht, warum sind wir hier, warum sind wir noch hier, und wir haben auch fast nie Leute, die austreten, dass die Leute sagen, weil es Teil meiner sozialen Sicherheit ist, in dieser Organisation zu sein, und das ist, was wir erreichen wollen, das ist irgendwie fundamentaler Teil des eigenen Lebensentwurfs wird, die Strukturen, die wir bauen, weil das führt dazu, dass Leute auch darum kämpfen und nicht einfach die Segel streichen und gehen. Und aber eben auch Strukturen, die eine andere Kultur miteinander entwickeln. Das beinhaltet irgendwie eine gute Konflikt- und Kritikkultur zu entwickeln, gerade in solchen Zeiten, wo Mensch auch ganz unterschiedliche politische Ansichten haben kann. Und ich wette, nach dem, was ich hier heute alles gesagt habe, wir haben viele Genossinnen auf mich zukommen und nochmal das Gespräch mit mir suchen. Und es tut mir auch leid, wenn ich euch nicht gut repräsentiert habe heute, aber ich denke, wir werden sehr konstruktive Gespräche darum führen und das ist wichtig so. Und Und wir sind ja auch gegen Repräsentation. ja.
Ja, smart, aber ihr wolltet auch nicht so viele von uns hier haben, das muss man jetzt auch mal sagen. Also wir hätten bestimmt auch zu 5, 6 kommen können. Genau, aber sozusagen, also ich ganz persönlich halte mich auch von linken Strukturen mittlerweile fern, die einfach scheinbar nur Bock haben, sich recht zu haben und zu zerlegen. Also da sage ich von vornherein, sorry Leute, nicht mein Team. Wir haben gerade anderes vor. Und das würde ich persönlich Leuten auch auf den Weg geben, da zu gucken, welche Strukturen sind wirklich konstruktiv und eben auch wirklich wegzukommen von diesem unpersönlichen coole Sau sein. So. Also gute politische Strukturen sind Strukturen, wo wir in diesen Zeiten auch miteinander weinen können, wo wir auf dem Plenum sagen können, ich habe Angst, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und wo wir dann das gemeinsam erstmal stehen lassen, auffangen, füreinander da sind und dann aber das, auch die Kraft und das Vertrauen haben, miteinander ins Gespräch zu gehen. Was brauchst du denn, um trotzdem handlungsfähig zu bleiben, um aus der Schockstarre rauszukommen? Also solche Strukturen zu schaffen und da auch voneinander zu lernen, das finde ich fundamental wichtig. Und wie gesagt, immer auch die Aufmerksamkeitsökonomie auch kritisch zu hinterfragen, die wir im Land haben. Nicht nur auf die AfD zu gucken, sondern wenn alle auf die AfD gucken, auch mal auf die Ampel gucken. Nicht nur auf Ostdeutschland zu gucken, wenn du in Ostdeutschland sitzt, sondern eben zu schauen, was passiert ja gerade noch, in welchem Rahmen findet die Politik, die wir hier machen, statt. Ja, das wären die Learnings, die ich von hier oder die Kultur, die ich hier rausziehe und mitgeben wollte. Und das ist das Schöne, dich als Gast zu haben. Man kann einfach sich zurücklehnen und die Seele baumeln lassen, dich einfach reden lassen, zustimmen und sagen, gut, das war ein schönes Fazit. Da kann ich jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen. Eine sehr nette Art zu sagen, dass ich eine übelste Laberbacke bin. Dankeschön. Ja, irgendwer muss ja auch labern können, ne? Das ist auch wichtig. Ja, ich würde sagen, lass uns noch. Ich weiß nicht, ob es noch Bedarf gibt. Ich finde eigentlich, das ist halt perfekte Schlussworte in meiner Welt gewesen. Ja, in dem Sinne kann man euch halt nur, außer du hast noch irgendwie noch allerletzte Schlussworte noch zu labern. Aber sonst würde ich halt auch wirklich sagen, dass man euch und uns nur Glück wünschen kann, dass genau dieser Ansatz, ja, so wie ich das auch finde, dass uns das schon einigermaßen gelingt, auch innerhalb der anarchistischen Bewegung immer mehr an Dominanz gewinnt und halt auch einfach sich durchsetzt. Und weil ich einfach der tiefen Überzeugung bin, dass das der Weg ist, wie wir unseren Teil dazu beitragen können, dass die kommenden schwierigen Zeiten für unsere Klasse zumindest ein bisschen abzufedern und auch für uns selbst und unsere Leute. Natürlich auch in einem eigenen Interesse und in einem gemeinsamen menschlichen Interesse einfach uns zu wappnen und ja. Ich habe tatsächlich noch ein allerletztes Schlusswort, sorry. Was ein bisschen zu kurz kam, ist, dass ich das Mensch nicht vergessen sollte bei all dem, was gerade auf dem Zettel ist, dass gerade auch ganz viel schöne Vision von einer guten Zukunft aufblüht und es eine Menge Autorinnen und Aktivistinnen und so weiter, auch gerade in der Landwirtschaftsbewegung habe ich das immer wieder, auch einfach eine gute Zukunft malen können und eine Idee davon haben, wie wir mit dem technischen Fortschritt, den wir eigentlich haben, trotz diesen ganzen Schwierigkeiten, die vor uns liegen, eigentlich eine wunderschöne Welt und auch philosophisch eine tiefergehende Welt und menschlich tiefergehende Welt schaffen könnten. Und auch das ist wichtig, immer im Auge zu behalten, weil das ein guter Fluchtpunkt ist, um zu wissen, warum Mensch das macht. Weil nur Anti bringt es auch nicht. Ja, lass uns auf jeden Fall für diese menschliche Welt eintreten. Das ist, finde ich, auch immer fundamental, dass man das für und wofür man einsteht und dann auch so eine eigene Utopie nicht verliert. Ja, in dem Sinne, schön, dass du da warst heute und auch danke an alle Zuschauenden. War ja ein bisschen was los und auch nochmal Grüße an das Public Viewing in Hamburg. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ihr könnt ja dann mir dann auch mal später berichten, wie es euch so gefallen hat, dieses kollektive Erlebnis mal über Tage zu schauen, nicht nur alleine vorm Rechner. Ja, Jo, in dem vielen Sinne. Dank und vielen Dank an mein Syndikat, das mich geschickt hat.
Glück auf. Ahoi.